Zum Thema Trigonometrie in einem beliebigen Dreieck. Wir starten wieder mit einer Einleitungsaufgabe. Ein Ardenner, das ist so ein Arbeitspferd. Zwei Ardenner ziehen einen Baumstamm in einem Winkel von 30 Grad und das mit Kräften von jeweils 750 Newton und 700 Newton. Die Aufgabe lautet, konstruiere die resultierende Kraft und berechne ihre Stärke. Man kann diese Situation leicht geometrisch darstellen, indem man zum Beispiel die 750 Newton durch eine Länge von 7,5 cm darstellt. Die 700 Newton werden dann dargestellt durch 7 cm. Und diese beiden Kräfte F1 und F2 werden gezeichnet im Winkel 30 Grad. Die resultierende Kraft von F1 und F2, das ist die vektorielle Summe von F1 und F2. Da die beiden Kräfte den gemeinsamen Ursprung A haben, vervollständigt man das Parallelogramm und verbindet diesen gemeinsamen Ursprung mit der gegenüberliegenden Spitze des Parallelogramms. Und so haben wir die resultierende von diesen beiden Kräften schon konstruiert. Der erste Teil der Aufgabe ist erledigt. Jetzt der zweite Teil. Wir suchen die Länge von diesem Vektor R. Also suchen wir die Länge von dieser Diagonalen im Parallelogramm ABCD. Oder auch, wir suchen die Länge der Seite AC vom Dreieck ABC. Von diesem Dreieck kennen wir diese Seite AB, das sind die 750. Wir kennen auch die Länge dieser Seite BC, das sind die 700. Wir kennen auch den Winkel, der gebildet wird durch diese zwei Seiten AB und BC. Das müssen 150 Grad sein, denn da sind 30 Grad. Und wenn wir AB nach rechts verlängern, dann sehen wir hier diesen Winkel, der beträgt auch 30 Grad, weil es ja Stufenwinkel sind. Und dementsprechend muss dieser Winkel 180 Grad minus die 30 sein. Das heißt 150 Grad. Aber wie rechnet man so eine Seite in einem beliebigen Dreieck? Genau das ist die Schwierigkeit. Wir werden das aber regeln. Starten wir sofort mit einem beliebigen Dreieck ABC. Und um die Formeln, die jetzt folgen, leichter zu behalten, macht es Sinn, folgende Bezeichnungen vorzunehmen. Und zwar der Winkel beim Punkt A, den nennen wir Alpha. Und die Länge der gegenüberliegenden Seite, die nennen wir klein a. Der Winkel bei B wird mit Beta gekennzeichnet und die Länge der gegenüberliegenden Seite mit klein b. Der dritte griechische Buchstabe, das ist der Buchstabe Gamma, deshalb wird beim Punkt C der Winkel mit Gamma bezeichnet und die Länge der gegenüberliegenden Seite wird mit klein c bezeichnet. Übrigens, das Wort Trigonometrie ist ein zusammengesetztes Wort. Tri bedeutet natürlich drei. Gono, das stammt vom griechischen Wort gono und bedeutet Winkel. Und Metrie bedeutet das Maß. Hier wird also gearbeitet mit dem Maß von drei Winkeln. Das heißt, wir arbeiten in Dreiecken. Daher stammt dieses Wort Trigonometrie. Um den Flächeninhalt von diesem Dreieck zu berechnen, können wir selbstverständlich die Formel benutzen, Basis A mal Höhe H geteilt durch 2. Also der Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC, das ist die Basis A, mal die Höhe h geteilt durch 2. Aber hier a, h, c, das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Sinus von diesem Spitzenwinkel Gamma ist gleich zur Gegenkathete h geteilt durch die Hypotenuse b. Also der Sinus von Gamma, das ist h geteilt durch b. Jetzt setzen wir B noch links rüber
wo diese Zahl dann multipliziert und so stellen wir fest, dass h dasselbe sein muss wie b mal Sinus Gamma. Also dürfen wir hier dieses h ersetzen durch b Sin Gamma. Dann tun wir das auch und haben somit herausgefunden, dass der Flächeninhalt von diesem Dreieck berechnet werden kann durch Seite a mal Seite b mal Sinus des Winkels, den diese zwei Seiten bilden, Sinus Gamma, geteilt durch 2. Also halten wir das als Formel fest. Um den Flächeninhalt von diesem Dreieck zu berechnen, kann man diese Rechnung vornehmen, Seite a mal Seite b mal Sinus des Winkels, den die zwei Seiten bilden, geteilt durch 2. Hätte man jetzt mit dem Winkel Beta gearbeitet, im rechtwinkligen Dreieck AHB, dann hätte man als Flächeninhalt gefunden Seite A mal Seite C mal Sinus des Winkels, den die zwei Seiten bilden, geteilt durch 2. Und dasselbe gilt selbstverständlich noch für die zwei anderen Seiten. Der Flächeninhalt von diesem Dreieck, das ist das Produkt von zwei Seiten, hier B mal C, multipliziert mit dem Sinus des Winkels Alpha, den diese zwei Seiten bilden, geteilt durch 2. So kann man also den Flächeninhalt von einem Dreieck berechnen. Kommen wir jetzt zur Sinusregel. Wir starten nochmal mit der Gleichheit von diesen drei Brüchen. Alle drei Brüche sind gleich zum Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC. Also sind diese drei Brüche gleich. Wir dürfen hier in dieser doppelten Gleichheit alles mit 2 multiplizieren, dann sind die Nenner 2 alle weg und dann dürfen wir noch alles durch eine gemeinsame Zahl teilen. Wir teilen hier noch alles durch a mal b mal c. Warum machen wir das? Weil wir jetzt hier im ersten Bruch durch a mal b kürzen können. Dann tun wir das auch. Im zweiten Bruch können wir durch a mal c kürzen. Das tun wir auch. Und der dritte Bruch, der kann gekürzt werden durch b mal c. Nehmen wir diese Kürzung auch noch vor. So bleibt die Gleichheit von diesen drei Brüchen. Wir sind auch sicher hier nicht durch 0 zu teilen, denn das sind ja Seitenlängen von einem Dreieck. Wir dürfen diese Brüche sogar alle drei umdrehen. Auch hier sind wir sicher nicht durch 0 zu teilen, denn Alpha, Beta und Gamma sind innere Dreieckswinkel. Die können also nicht 0 und auch nicht 180 Grad sein. Deshalb sind wir sicher, dass ihr Sinus nicht 0 ist. Und somit haben wir schon die Sinusregel erstellt, die besagt, in jedem beliebigen Dreieck gilt, das Maß einer Seite geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels ist unabhängig von der gewählten Seite. Das heißt, a geteilt durch Sin Alpha ist genau dasselbe wie b geteilt durch Sin Beta und das ist nochmal genau dasselbe wie c geteilt durch Sin Gamma. Diese Regel nennt man die Sinusregel. In einem beliebigen Dreieck gibt es auch die Cosinusregel. Wir werden diese jetzt erstellen. Diese Höhe klein h zerlegt diese Basis klein a in zwei Teile, die wir a1 und a2 nennen. So. Wir wenden jetzt den Lehrsatz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck an, also a, h, b. Da gilt c² gleich h² plus a1². Wir schreiben es schon mal hin. Im rechtwinkligen Dreieck AHC können wir auch den Satz des Pythagoras anwenden, der besagt b² gleich h² plus a2². Wir schreiben es hin. Also c² ist gleich zu dieser Summe und b² ist gleich zu dieser Summe. Deshalb muss c² minus b² dasselbe sein wie
h² minus h² plus a1² minus a2². Und so finden wir also, indem wir subtrahieren, dass c² minus b² dasselbe sein muss wie a1² minus a2². Die beiden h² sind weg. Hier steht a1². Die Zahl a1, das ist hier diese Magenta-Länge, die Zahl a1, das ist dasselbe wie die Zahl a minus die blaue Zahl a2. Ich schreibe das mal hin. Die Zahl a1 ist dasselbe wie a minus a2. Nochmal, diese Zahl a1, das ist die Zahl a minus die Zahl a2. a1 im Quadrat ist also das Quadrat von dieser Differenz. Und um dieses Quadrat zu berechnen, wenden wir selbstverständlich die binomische Formel an und fertig. Ist gemacht. So können wir also in dieser Gleichheit hier a1² ersetzen durch dieses Trinom. Dann tun wir das auch. So, ist gemacht. Hier haben wir auch noch minus b² rechts rüber gesetzt und finden so c² gleich b² plus a1², also all das da, minus a2². Und hier stellen wir fest, hier hinten dran, die a2², die heben einander auf. Weg sind sie. Jetzt bleibt hier noch a2. Diese Zahl a2 erkennen wir hier als Kathete vom rechtwinkligen Dreieck AHC. Und diese Kathete a2 liegt diesem Winkel Gamma an. An Kathete, wir arbeiten hier mit Cosinus. Der Cosinus von Gamma ist gleich zu dieser Ankathete geteilt durch diese Hypotenuse klein b. Also so. Der Cosinus von Gamma, das ist Ankathete a2 geteilt durch klein b. Jetzt setzen wir klein b noch links rüber und finden so, dass diese Seite a2 dasselbe sein muss wie b cos Gamma. Deshalb können wir in dieser Gleichheit a2 ersetzen durch b cos Gamma. Dann tun wir das auch, ist gemacht. Und somit haben wir bewiesen, dass in diesem beliebigen Dreieck ABC gilt, ich mache jetzt mal das alles weg, so, in diesem beliebigen Dreieck ABC gilt, das Quadrat von dieser Seite C ist gleich zur Summe der Quadrate der zwei anderen Seiten A und B minus das Doppelprodukt von diesen zwei anderen Seiten A und B multipliziert mit dem Cosinus des Winkels, den diese zwei Seiten A und B bilden. Durch einen ähnlichen Beweis hätte man dasselbe für die Seite B gefunden. Das heißt, B im Quadrat ist gleich zur Summe der Quadrate von A und C minus das Doppelprodukt von A und C multipliziert mit dem Cosinus des Winkels, den A und C bilden. Also gilt auch B² gleich A² plus C² minus 2AC cos Beta. Und genau dasselbe gilt für diese Seite. Nochmal, A im Quadrat ist gleich zu B² plus C² minus 2bc mal Cosinus des Winkels, den die zwei Seiten b und c bilden. Das heißt, die Cosinusregel besteht eigentlich aus drei Formeln, die eigentlich eine und dieselbe ist, nur eben jeweils für jede Seite. Diese Formeln sind also gültig für jedes beliebige Dreieck. Dann müssen die auch gültig in einem rechtwinkligen Dreieck sein. Nehmen wir mal an, unser Dreieck wäre rechtwinklig in A. Dann hätten wir hier a² gleich b² plus c² minus 2bc mal Cosinus von 90 Grad. Der Cosinus von 90 Grad, das macht aber 0. Also würde dieser Term entfallen und so würde man die übliche Formel des Pythagoras in einem rechtwinkligen Dreieck wiederfinden.
Und weil diese Formel ein spezieller Fall von der Kosinusregel ist, nennt man die Kosinusregel auch schon mal den allgemeinen Lehrsatz des Pythagoras. Manchmal nennt man diesen Lehrsatz auch den Satz des Al-Kashi. Al-Kashi war ein Mathematiker aus Persien. Um eine weitere trigonometrische Eigenschaft zu beweisen, konstruieren wir den Umkreis von diesem Dreieck ABC. Wir werden beweisen, dass diese drei Brüche aus der Sinusregel nichts anderes sind als der Durchmesser von diesem Umkreis. Und um das zu beweisen, werden wir zuerst A mit O verbinden und als Durchmesser verlängern. So erhalten wir hier diesen Punkt A'. Jetzt konstruieren wir das Dreieck A'BA so. Und wir wissen, wenn man die zwei Endpunkte von einem Kreisdurchmesser mit einem beliebigen Kreispunkt verbindet, dann erhält man einen rechten Winkel. Was also bedeutet, dass dieses Dreieck ABA' ein rechtwinkliges Dreieck ist. Dieser Winkel hier, das ist ein Umfangswinkel, der diesen Kreisbogen AB einschließt. Dieser Winkel ist also ein Umfangswinkel, der diesen grünen Kreisbogen AB einschließt. Aber dieser Winkel Gamma ist auch ein Umfangswinkel, der diesen grünen Kreisbogen AB einschließt. Zwei Umfangswinkel, die einen selben Kreisbogen einschließen, die müssen gleich groß sein. Also muss das Maß von diesem Umfangswinkel genau Gamma sein. Da dieses Dreieck ABA' rechtwinklig in B ist, wissen wir, dass der Sinus von diesem Spitzenwinkel Gamma gleich sein muss zur Gegenkathete C geteilt durch die Hypotenuse, und die Hypotenuse von dem Dreieck, das ist der Durchmesser, also 2 mal Radius. Somit wissen wir, der Sinus von Gamma ist C geteilt durch 2 mal Radius. Halten wir das hier fest. Jetzt setzen wir 2 mal den Radius links rüber, dann multipliziert die Zahl da. Und Sinus Gamma setzen wir rechts rüber, dann teilt diese Zahl da. Und somit erhalten wir also, dass C geteilt durch Sinus Gamma dasselbe sein muss wie 2r. Das sollten wir beweisen. Dass die zwei anderen Brüche gleich zu dem sind, das wussten wir schon aus der Sinusregel. Und somit haben wir wieder eine schöne kleine Formelsammlung erstellt. Übrigens zu unserer Einleitungsaufgabe. Wir haben hier ein beliebiges Dreieck ABC. Wir suchen die Länge von einer Seite, kennen aber die Längen der zwei anderen Seiten und auch den Winkel, den sie bilden. Um also die Länge von R herauszufinden, eignet sich hier die Kosinusregel. Wir suchen die Länge von einer Seite, kennen aber die Längen der zwei anderen Seiten, sowie auch den Winkel, den diese zwei anderen Seiten bilden. Diese Kosinusregel wird uns also die Stärke dieser resultierenden Kraft R liefern.